Aber ich will Ihnen hier eines sagen. Diese Debatte ist ein Musterbeispiel dafür, wie die Feinde der offenen Gesellschaft arbeiten. Sie verwandelt nämlich, diese Feinde verwandeln die Stärke der offenen Gesellschaft, den demokratischen, offenen, ehrlichen, faktenbasierten Streit, verwandeln sie in eine Schwäche, indem sie vorgeben, ständig irgendwelche Dinge zu enthüllen, aufzudecken, die in den Mainstream-Medien nicht vorgekommen sind. Das ist das System der AfD. Eine Lüge wird in den Raum gestellt. Natürlich hat über die vorher keiner berichtet, weil es ja eine Lüge ist. Ist ja logisch. Ist ja klar. So. Und dann sind's, ja, wir sollen uns ja bei Ihnen bedanken, dass wir das heute hier debattieren dürfen, Herr Gauland. Ja klar, die Mainstream-Medien haben auch noch nicht über die Gefahren von Chemtrails berichtet. Die Mainstream-Medien haben auch noch nicht darüber berichtet, dass Deutschland nach Ansicht einiger ihrer Anhänger immer noch ein besetztes Land ist. Darüber berichtet, was ist das für eine Verschwörung, Herr Gauland? Das ist ja eine Verschwörung gegen die Wahrheit. Meine Damen und Herren, wenn wir diesen Feinden der offenen Gesellschaft auf den Leim gehen, dann geht unsere Demokratie wirklich einen schweren Weg. Das dürfen wir nicht tun. Die Demokraten müssen faktenbasiert, evidenzbasiert miteinander konstruktiv streiten.